Wenn man seinen brandneuen Welthit über die volle Länge interessant halten will, hilft es auch in Gesangspausen immer mal kleine Spielereien einzubauen. Eine der wohl meistgenutzten Spielereien ist das Delay mit Telefoneffekt. Telefoneffekt. Genau. Und wie das ganz einfach geht, das zeige ich dir im heutigen Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Ihr Candy, wie der Engländer sagt, oder kleine Überraschungen fürs Ohr sorgen dafür, dass der Song durchgängig für den Zuhörer interessant bleibt. Kleine Überraschungen, die immer mal wieder reinkommen und dafür sorgen, dass der Zuhörer den Eindruck hat, das habe ich noch nicht gehört, das klingt aber spannend, bewusst oder unbewusst. Und der Telefon-Delay-Effekt ist sicherlich einer der erfolgreichsten und auch am häufigsten eingesetzten Effekte. Und falls du jetzt schon sagen solltest, alter Kaffee, den kenne ich ja schon, bleib auf jeden Fall noch dran. Ich habe noch eine kleine Abwandlung für dich dabei, die dir verrät, wie du das Ganze noch interessanter gestalten kannst. Jetzt schauen wir aber als erstes mal darauf, auf die Stelle, wo wir das eigentlich einsetzen möchten. Denn das musst du natürlich identifizieren. Wo möchtest du denn eigentlich dein Ear-Candy haben? Ich bei meinen Vocals und wir schauen mal an dieser Stelle kurz rein und du kannst mal kurz reinhören, was ich meine. Also, wir hören mal kurz. Los geht's. And if I ever have to be face another side of me, believe I'll be still what you Also du musst die Stelle erstmal identifizieren und bei mir waren es die beiden Stellen, wo ich das Wort Believe singe und wo ich das Wort See singe. Da sind Gesangspausen, die möchte ich gerne füllen mit dem Telefon-Delay-Effekt und das machen wir jetzt auch einfach mal. Also los geht's. Das Erste, was wir brauchen, ist natürlich erstmal eine weitere Spur. Legen wir also erstmal eine weitere Spur hier unter unserer Vocalspur an. Die nennen wir dann praktischerweise, was weiß ich, Telefon-Delay. Habe ich ja schon mal ausprobiert vorher den Trick. Also heißt die Spur schon mal so. Die legen wir mal an, eine Audiospur, ganz normal. Und jetzt müssen wir natürlich als erstes, nachdem die Spur angelegt ist, als zweites dann natürlich die Teile freischneiden, die wir dann auch wiederholt wissen wollen. Also bei mir das Wort Believe, das war ungefähr hier, schneide ich mal frei. Und das Wort See, das war ungefähr hier. Dann kopieren wir die bei gehaltener Alt-Taste einfach mal kurz runter auf die neue Spur und haben jetzt zumindest schon mal Kopien von den beiden angelegt. Die klingen dann solo abgespielt wie folgt. Believe. Und dann müssen wir hier mit einem Fade-In nochmal arbeiten, damit das B vorne ein bisschen sauberer ist. Und hier bei dem C das S nicht so ganz stark ist und das C klingt dann so. C. Genau, also das sind die beiden Wörter, die wiederholt werden sollen. Und damit die natürlich telefonmäßig klingen, brauchen wir einen Equalizer. Den packen wir jetzt als nächstes mal auf die Spur drauf. Ich wähle da normalerweise für den Pro-EQ, der bei Studio One mitgeliefert ist. Können wir mal hier auswählen. Und das Praktische ist, dass eigentlich jedes Plugin, jedes Equalizer-Plugin auch Presets dabei hat. Unter anderem eben auch ein Telefon-Preset. Deswegen wählen wir das einfach mal. Gucken wir mal, wo wir das finden. Bei Drums sicherlich nicht. Bei Miscellaneous oder wie das ausgesprochen wird, gibt es hier das Preset Telefon. So, das nutzen wir mal. Und falls du das Preset nicht haben solltest, kannst du natürlich hier auch ablesen, wie ein Telefoneffekt gemacht wird. Es wird einfach alles unterhalb von 500 Hertz weggeschnitten. Es wird alles oberhalb von 5 Kilohertz weggeschnitten. Und dann eine Überbetonung im Bereich von ungefähr 2 Kilohertz. Schon bist du schwuppdiwupp bei deinem Telefoneffekt. Und unsere Spur klingt dann an der Stelle wie folgt. Okay, das ist ein Unterschied. Ne? Vorher. Und jetzt. Definitiv klingt es wie aus einem Telefonhörer. So, Part 1 erledigt, also Telefonsound haben wir schon mal, brauchen wir ein Delay und das nehmen wir natürlich hier auch. Ich nehme mal wieder das Analog-Delay von Studio One, das ist wirklich praktisch zu bedienen. Sieht auch noch schicki aus irgendwie und hat hier als Voreinstellung ein Achtel-Delay eingestellt. Stellen wir mal auf eine halbe Note für unser Believe. Und wichtig ist jetzt, weil du jetzt diese separate Spur angelegt hast, dass du hier 100% Wet-Signal nutzt. Also nur das verzögerte Signal, denn das Wort Believe und das Wort See werden ja auf der Hauptspur sowieso schon mal gesungen. Also brauchen wir nur die Wiederholung. Deswegen stellst du hier mit dem Dry-Wet-Regler hier einfach auf 100% ein. Und zack, hören wir nur noch das verzögerte Signal. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt abspiele, hören wir dann nur noch die Wiederholung. Müssen wir mal kurz gucken, dass wir das Feedback noch ein bisschen anpassen. 25% dürfte aber eigentlich klappen. Und damit ist der Telefon-Delay-Effekt im Prinzip schon fast fertig. Ich habe dir ja verraten, dass ich noch eine Abwandlung mache. Aber hören wir erstmal den gesamten Zusammenhang, wie das jetzt hier funktioniert. Also. And if I ever have to be face another side of me, believe, I'll be still what you.
Da läuft es noch weiter und die Gitarre hat auch ein Delay drauf. Also im Prinzip haben wir schon das erreicht, was ich haben wollte. Wir haben einen Telefon-Delay-Effekt erzeugt, rucki-zucki. Das waren, glaube ich, keine 2 Minuten. Aber ich habe dir ja versprochen, dass wir es noch interessanter machen wollen. Das geht mit Automation, denn das C, was wir gerade gehört haben, das Halbnoten-Delay, das verträgt sich damit nicht. Also da hätte ich auf dem C gerne nicht die halbe Note, sondern ein Viertelnoten-Delay. Und das geht mit Automation. Starten wir nochmal kurz unser Delay. Und bei Studio One ist es so, der letzte Parameter, den ich angeklickt habe, hier in diesem Fall, es ist der Parameter Delay Speed. Der wird mir hier oben links auch angezeigt in dem Fenster. Da ist so eine Hand daneben und da steht auch ein A daneben und da steht Delay Beats. Das kann ich also dann quasi automatisieren. Ich nehme einfach mal mit dieser Hand diesen Parameter rüber und ziehe den einfach auf meine Spur. Und dann siehst du, dass jetzt hier plötzlich eine Automation angegangen ist, so eine gelbe Linie. Und die gelbe Linie steht aktuell für das Halbnoten-Delay. Jetzt habe ich aber gesagt, dass wir natürlich ein Viertelnoten-Delay haben wollen. Das heißt, ich klicke hier einfach mal hinter dem Belief irgendwo hier so rein. So. Und kann jetzt hier siehst du auf der linken Seite, ist auch das Halbnoten-Delay jetzt angezeigt worden. Das ist der Wert, der gerade für die gelbe Linie steht. Und klick dahinter einfach mal nochmal und setzt da den Wert dann runter auf eine Viertelnote. Und jetzt haben wir das Belief mit einem Halbnoten-Delay und das C mit einem Viertelnoten-Delay. Automation macht es möglich. Und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an. And if I ever have to Rucki-zucki, Telefon-Delay-Effekt reingebaut und das kannst du jetzt auch schnell mal in deiner DAW ausprobieren. Such dir eine Stelle, wo deine Vocals eine Gesangspause haben und schon kannst du da den Telefon-Delay-Effekt reinbauen. Und falls du dich noch mehr inspirieren lassen möchtest von Automation, dann kannst du hier mal in dieses Video reinklicken. Da erfährst du noch viel mehr Inspiration. Da sehen wir uns dann gleich. Bis dahin, mach's gut und Yassou!